Versuch muss zum Start der guten Zusammenarbeit mit Ihrer Region werden, resümierte Alexander Lukaschenko. Der Vizesprecher der Repräsentantenkammer der Nationalversammlung von Belarus, Polislav Pjostuk, dürfen euch, dass Lara von Stolten ihre parlamentarische Zusammenarbeit mit der Kammer müssen. Das sagte ihr beim Treffen mit der Abgeordneten des Unterhauses im föderalen Parlament Belgiens und Leiterin der belgischen Gruppe für Belarus in der Interparlamentarischen Union, Jürgen van Kamp. Der Vizesprecher äußerte die Meinung, dass die Beziehungen zwischen den russischen und belgischen Parlamenten in eine neue Phase eintreten. Sehr geehrte Frau van Kamp, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Freunde, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Es ist mir angenehm, dass die Beziehungen zwischen dem belarussischen und dem belgischen Parlament in eine neue Phase eintreten. Ich hoffe sehr darauf, dass wir die früheren sehr intensiven Kontakte auf Parlamentsebene bald wiederherstellen können. Das war erst vor kurzem, in den Jahren 2006, 2008, 2009. Wir unterhielten gute Beziehungen und hatten viel für gemeinsame Entwicklung. Ich möchte daran erinnern, dass unserer Ansicht nach ein symbolisches Treffen zwischen dem belarussischen Staatschef und dem belgischen Vizepremier, Minister für Auswärtige Angelegenheiten, im laufenden Jahr in Minsk stattfand. Das ist ein gutes Zeichen für die Intensivierung des Zusammenwirkens zwischen den Parlamentariern. Ich hoffe darauf, dass Sie die Möglichkeit haben werden, unsere Gespräche zu führen und sich ein objektives Bild von Belarus und seinen Menschen zu machen. Belgien ist für uns ein guter und positiver Orientierungspunkt. Nicht nur, weil Brüssel die politische Hauptstadt Europas ist, sondern weil Belgien eine starke Wirtschaft, ein hohes Bruttoinlandsprodukt und eine stabile Lebensqualität hat.